Und ich freue mich jetzt sehr auf unseren Experten Youssef Hamouda, der jetzt auch dazu kommt. Genau. Youssef ist unter anderem Unternehmer, Buchautor und Strategieberater. Er ist zweifach Preisträger des Grimme Online Awards und hat 25 Jahren Erfahrungen in Agenturen, Labels und internationalen Konzernen wie Universal Music, Adidas, Viacom, bei Fernsehsender wie Viva oder MTV gesammelt. Und darüber hinaus engagiert er sich als Mentor und Achtsamkeitscoach für GründerInnen und Talente aus der Kreativbranche. Und er berät Organisationen im Bereich Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung. Und dazu erschien letztes Jahr noch sein mitverfasstes Buch Meaning is the New Marketing auf dem Campus Verlag. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du uns alles erzählst. Kleiner Hinweis noch davor. Es gibt ja im Anschluss noch eine Q&A-Session mit Youssef. Das heißt, falls euch Fragen schon einfallen, dann nehmt sie gerne mit in der Q&A-Session im Nachgang. Und damit würde ich sagen, willkommen Youssef. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ja, die Bühne ist deiner. Dann vielen Dank für die Einladung, für die schöne Intro, für die fantastische Meditation, Mashanti Alina, und für die Möglichkeit, hier ein bisschen meine Erfahrungen zu teilen und diesen Impulsvortrag machen zu dürfen. Linus, ich teile jetzt einfach meinen Bildschirm und hau raus, ne? So machen wir das. Okay, na gut, dann lege ich mal los. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alle meinen Screen sehen. Und die Diashow starten. Könnt ihr das sehen soweit? Okay, cool. Netzdialog. Ja, wie gesagt, ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen, über das Thema Gründung zu erzählen. Ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Denn Gründung ist ja eine sehr, sehr essentielle Sache. Vor allem, wenn man jetzt mal das im Kontext einer Zeit sieht, wo Veränderung auf allen Ebenen stattfindet. Man könnte ja auch eigentlich zusammenfassend sagen, Gründen bedeutet, etwas zu verändern. Was das alles eigentlich mit sich bringt, das möchte ich gleich im Kommenden nochmal so ein bisschen erläutern. Aber an der Stelle nochmal einen schönen langen Schritt zurück in die Geschichte bringen. Nämlich an einem Moment in der Geschichte, wo gerade die Kreativ- und Medienwelt auch in einem unglaublichen Umbruch sich befand. Und das war aber circa vor 25 Jahren, als dann die großen Startup-Riesen das erste Mal so einen ersten großen Börsenhype verursacht haben. Ihr erinnert euch vielleicht noch die Dotcom-Bubble, so rund um die Jahrtausendwende. Da gab es Yahoo, da gab es Google, da gab es den Amazon-Börsengang, damals noch mit 18 Dollar. Da wäre ein schöner Schnäppchen gewesen, mittlerweile das 150-fache Wert. Und auch AOL, die haben 2000 für 156 Milliarden Time Warner gekauft. Das war damals natürlich eine unfassbare News. Und auch im deutschen Markt hat sich AOL umgetan, hat unter anderem mit Viva zusammen ein Joint Venture gegründet, 2001 Viva Plus ins Leben gerufen, das auch als neue Gründung das CNN des Musikfernsehens sein sollte. Ich erzähle die Geschichte deswegen, weil sie auch eine persönliche ist. Und warum das so ist, zeigt der Trailer, der dann 2001 auf den Sendern lief, ganz gut, in dem beschrieben wird, worum es bei Viva Plus eigentlich geht. Ja? Vielleicht erkennt ihr den jungen Herrn. Viva Plus, immer neu, immer vorn. Täglich aus Köln. Unsere vier VJs versorgen euch ab 13 Uhr mit News, Gossips, Interviews. All about bad religion. Und den Events des Tages. Kylie Minogue, die liegt gerade in meinem Bett. Viva Plus. Jeden Tag könnt ihr euren Lieblingssong aus 50 Videoclips auswählen. Eure Stimme zählt. Hier macht ihr das Programm. Schreibt mir hier ins Studio. Speak to the world. Eure Message on air. Viva Plus. Alles plus. Bye. Ja, genau. Das waren noch Zeiten. Vor genau 20 Jahren ist Viva Plus gestartet und es hat keine 9 Monate gedauert. Da wurden wir Moderatoren alle gefeuert und es wurde komplett der Sender zu einer Clipstrecke umgewandelt. Und so schnell kann es dann gehen mit dieser Idee. Ich habe einen gut dotierten Job bei EMI Music, der direkt am Mediapark neben dem Fernsehsender ansässig war.
habe ich aufgegeben. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt keine Ausbildung oder ein Studium, war so ein bisschen in einer etwas schwierigen Lage, zumal Viva Plus auch nicht besonders attraktiv war, weil wir diesen tollen Sender Viva 2 damals abgelöst haben. Also galt es für mich, Gründung auch als etwas zu betrachten, was auf Veränderungen zu reagieren heißt. Und ich glaube, dass genau diese Zeit, um jetzt mal bei universellen globalen Veränderungen zu bleiben, eine sehr, sehr starke Veränderung mit sich brachte. Nicht nur für mich persönlich, sondern vor allem für ganze Industrien. Ja, 2001, erinnert ihr euch, 2002 gab es diesen gigantischen Dotcom-Bubble-Tod oder Dotcom-Tod, wie man so schön sagt. Ein unglaublicher Einbruch der Börsen hat stattgefunden. Hat hier gesehen, im März 2010 war der Nasdaq mit 5.000 Punkten auf einem Allzeithoch und keine zwei Jahre später war er bei 1.000 Punkten, also eine Fünftelung. Und genauso haben wir auch gesehen, dass die Musikindustrie aufgrund dieser neuen Technologie von MP3s komplett eingebrochen ist. Das war genau hier auch in der Zeit, wo 2002 CDs noch 95% des Marktes eingemacht haben und es dann eigentlich nur noch konsequent runterging. Ich war ja damals als Teil der Musikindustrie vorher bei der Musiklabel, habe da auch für den Digitalbereich war ich zuständig, mich gegen diese ganze Copy-Kills-Music-Denke auch gerichtet, weswegen ich auch diese Gelegenheit annahm, bei Viva Plus als Moderator eher auf die Medienseite zu wechseln und stand dann aber so ein bisschen mit leeren Händen da. Hab dann aber auch gedacht, Moment mal, die ganze Musikbranche feuert Leute ohne Ende. Musik ist ja, das wissen wir heute ja noch mehr, eigentlich nicht tot, sondern die Musik-CDs sind tot. Ganz im Gegenteil, aufgrund der MP3s wurde so viel Musik gehört wie noch nie. Das heißt, die Begeisterung für das Medium ist groß und die Notwendigkeit, das über digitale Plattformen zu vermarkten, ja auch. Das Internet wird nicht mehr weggehen. Die Frage ist nur, wie man Wertschöpfung betreiben kann. Also habe ich eine Agentur gegründet, Panorama 3000. Und das war meine erste eigene Company 2003, die sich genau mit diesen beiden Welten zusammengetan hat. Also eigentlich antizyklisch. Der Dotcom-Tod, Technologie ging in den Keller, die Musikbranche war gerade ganz schön am Scheitern. Und mit Panorama 3000 ging es dann so ein bisschen darum, auch von diesem Problem zu profitieren. Denn es wurden viele Leute von Labels gefeuert, gekündigt. Die Marketingbudgets wurden aber behalten. Das war damals so. Das ist heute zum Glück anders, aber damals war das so. Und das hat bei Panorama 3000 ganz gut funktioniert. Was wir also wissen ist, Gründerinnen verändern Märkte. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Musik, sondern eigentlich auch den Handel, Amazon, Finanzen, wenn man sich anschaut, was in Sachen Bitcoins und Co. passiert, Inhalte, Huffington Post, AOL, Time Warner, das sind ja alles wunderbare Beispiele dafür. Aber auch die Wirtschaft, Politik oder Medien, so Parteien wie Piraten, AfD oder die NGOs, die nicht zuletzt auch die Leute, die heute hier bei dem Panel dabei sind, mitgegründet haben, zeugen genau diesen Faktor. Fridays for Future, Black Lives Matter, Sea Shepherd, Viva Con Aqua, alles Dinge, die in den letzten Jahren gegründet haben und die auch ein bisschen zeigen, was es heißt, die Welt zu verändern. Aber die zeigen auch eins, und das ist bei jeder Gründung ein ganz, ganz zentraler Faktor, nämlich, dass beim Verändern vor allem man selbst im Zentrum steht. Eine Gründung ist immer eine Veränderung von sich selbst. Ich glaube, jeder, der gegründet hat, weiß genau, wovon ich spreche. Denn während man bei einem Angestelltenjob oft in der Komfortzone sitzt, man hat 9-to-5 oder einen festen Arbeitsplatz, muss man für die Gründung ganz weit raus. Man muss durch die Angstzone in die Lernzone, um in die Wachstumszone zu kommen, um dort Sinnfindung, Selbstsicherheit und Zufriedenheit zu erhalten. Das ist deswegen für viele eine ganz schön große Herausforderung, weil, wie wir wissen, Gründen auch bedeutet, dass man eine Menge Arbeit vollziehen muss. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein paar Punkte zusammengefasst, was es heißt, eine Company zu gründen. Man muss eine Idee entwickeln. Man muss Marktforschung betreiben, schauen, was es da draußen schon gibt, auf der Basis dann ein Konzept gestalten, dann daraus einen Businessplan machen, mit diesem Businessplan im besten Falle Investoren finden, wenn man dafür denn welche braucht. Mit dem Geld, was man dann hat, Leute finden, die einem dabei helfen, das Produkt, den Service oder die Organisation zu entwickeln, dann die Entwicklung in den Markt einzuführen, dann zu betreiben und im besten Falle damit erfolgreich zu sein. Und ihr wisst auch, dass an jeder dieser hier stehenden Punkte meisten Leute scheitern, sodass es alleine schon ein Erfolg ist, wenn man es schafft, seine Gründung zu schaffen. Und das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Jede Gründung ist allein deswegen schon ein Erfolg. Nichtsdestotrotz glaubt man oft als Gründer, what you think it is, dass es auf so einer Zeitachse von links nach rechts
eigentlich so, man macht halt die Idee, die Marktforschung, so nacheinander alles runterrattert und irgendwann haut man das Ding rein in den Markt, betreibt es und es wird ein Erfolg. Die Realität ist allerdings so, dass man eine wichtige Achse dabei berücksichtigen sollte. Und das ist die Zuversicht versus Angstachse, die nämlich sozusagen als Komplementärachse zur Zeit einen ganz wichtigen Faktor spielt. Man hat nämlich erstmal die geile Idee, denkt sich so, okay, das hat bisher noch keiner gemacht. Ja, deswegen, ich gucke aber sicherheitshalber mal nach, stellt dann fest, oh, da gibt es ja einiges auf dem Markt. Denkt sich dann aber, Moment, mein Konzept ist besonders. Muss dann nochmal kurz reingehen und feststellen, okay, das profitabel zu gestalten, ist nicht ganz ohne. Und damit dann auch noch Geld zu finden, Halleluja, das wird nicht so leicht. Aber dann findet man Geld oder man hat irgendwie nette Eltern und dann braucht man vielleicht gar nicht so viel oder hat man gut gespart und kann dann anfangen, Leute zu finden oder Ressourcen zu finden, um das Ding dann umzusetzen. Muss dann aber wiederum hingehen und sagen, dass die Entwicklung doch länger dauert, als man dachte, um dann endlich in der Markteinführung zu landen. Dann im besten Falle stellt man fest beim Betrieb, oh, da ist ja noch viel nicht ganz, wie es sein soll, bis es dann irgendwann vielleicht oder hoffentlich ein Erfolg ist. Also jede Gründung ist eine absolute Achterbahnfahrt. Und mir kann nur sehr selten jemand das Gegenteil beweisen. Und dementsprechend wissen wir auch, Gründen heißt Therapie. Weil man sich einfach so sehr mit sich selbst beschäftigt, im besten Falle mit dem Markt beschäftigt, mit den Mechanismen beschäftigt, mit den Dynamiken beschäftigt, die in der Welt nun mal für Veränderungen sorgen. Und dementsprechend ist das Gründen eine Transformation für sich selbst, aber auch der Grundstein für jede Transformation in dieser Welt. Und dementsprechend ist Gründen auch ein großer Bestandteil für die Sinnerfüllung. Für die eigene Sinnerfüllung, da komme ich auch gleich später nochmal dazu, aber auch für die Sinnerfüllung unserer universellen Verbundenheit. Gründen lohnt sich also fast immer, aber noch viel wichtiger, es ist unglaublich wichtig, dass wir nicht aufhören zu gründen, nicht aufhören uns selbst mit neuen Ideen, mit neuen Konzepten wieder hinzusetzen, den Mut zu finden, diesen neuen Weg zu beschreiten, denn wir haben eine Menge Herausforderungen in unserer Zeit. Ich habe jetzt mal ein paar hier reingeschrieben, den Klimawandel, die Diversität, die Inklusion, das soziale Gefälle, Nord-Süd, Reich-Arm, gesellschaftliche Spaltung und die ganze Covid-Diskussion ist an sich ein gutes Beispiel dafür. Mal ganz abgesehen von der großen Herausforderung, die wir mit der mentalen Gesundheit haben. Denn während wir die letzten 1000 Jahre unsere Lebenserwartung immer weiter nach oben schrauben konnten, unsere physische Gesundheit eigentlich immer mehr stabilisieren konnten, haben wir dabei, wie Martin Seligmann schon auch sehr schön formuliert hat, einer der Begründer der positiven Psychologie, unsere positive Psychologie etwas aus den Augen verloren. Warum die mentale Gesundheit so eine große Rolle spielt, möchte ich an der Stelle auch nochmal klar machen. Denn nicht zuletzt dank der digitalen Transformation, dank sozialer Netzwerke, dank der Tatsache, dass wir eigentlich in so einem ständigen Eskapismus sind, weil wir sehen, dass Werbung, Marketing uns so eine Realität vorgaukelt der Perfektion. Wir schauen uns bei LinkedIn um und denken, alle sind perfekte Gründer und erfolgreich und machen hier ein Unicorn nach dem anderen, hauen sie raus. Oder wir schauen auf Instagram und sehen, wie die ganzen tollen Influencer die Millionen von Followern um sich scharen und auf YouTube, wie die Leute ohne Ende Geld mitverdienen, weil sie irgendwelche Pizza-Bug-Tutorials da hochpacken. Und man fragt sich die ganze Zeit, wieso schaffe ich das eigentlich nicht? Wieso bin ich da eigentlich nicht? Und lebt eigentlich in ständigem Delta zwischen dieser Perfektion da draußen, die uns auch auf digitalen Kanälen ständig serviert wird, und der Wahrnehmung von dem, was man selbst ist. Und diese Sucht nach Perfektion, die ist eigentlich genau das Problem. Nämlich zu akzeptieren, dass es gar nicht um die Perfektion, gar nicht um diesen Erfolg, gar nicht um diese Parameter geht, die uns in der Gesellschaft für Erfolg aufgezwungen werden, sondern dass es bei Erfolg vor allem darum geht, uns selbst wirksam werden zu lassen. Und das ist die Geschichte, die ich zum Thema Gründung eigentlich erzählen möchte. Hier nochmal eine sehr schöne Veranschaulichung, wie es eigentlich aussieht. Auf Instagram denkt man immer, die Welt ist schön und die Realität ist oft nicht immer so schön. Also, was heißt das für uns? Das heißt, dass wir in einer Zeit, die voller Fake ist,
wo jeder gute Song eigentlich Autotune ist, wo jedes hübsche Model, männlich oder weiblich, irgendwo mindestens durch 13 Photoshop-Filter gegangen ist, wo Dieselskandal, Wirecard, Anna Sorokin, Deepfake, Ibiza-Affären, Wahlbetrug, alles Schlagworte sind, die uns zeigen, dass wir irgendwie da draußen niemandem mehr glauben können. Was ist in so einer Welt, auch für uns Gründer, für uns Unternehmer, eigentlich die eigentlich wichtige Währung? Genau. Vertrauen. Es geht also gar nicht mehr darum, den Leuten darum zu erzählen, wie toll wir sind, sondern es geht darum, den Leuten da draußen etwas zu vermitteln, wonach sie sich alle sehen, genauso wie wir, nämlich Vertrauen. Denn ohne Vertrauen gibt es keine Zuversicht und ohne Zuversicht gibt es keine Zukunft. Oder eine, von der wir nicht wollen, dass sie unsere Zukunft wird. Denn unsere Zukunft teilen wir. Und weil wir das teilen, müssen wir auch zusammen an ihr arbeiten. Dementsprechend bedeutet gründen, die Vergangenheit zu nutzen, auch der ganze Scheiß, den wir durchgemacht haben, einfach für etwas Gutes zu nutzen. Die Steine, die uns in den Weg gelegt wurden, zu nutzen, um etwas, ein tolles Haus zu bauen daraus und die Gegenwart neu zu gestalten und damit die Zukunft zu verändern. Aber es heißt auch, nicht zu in der Vergangenheit verortet zu sein und nicht zu sehr in der Zukunft zu hängen. Dementsprechend möchte ich kurz nochmal zu mir persönlich einsteigen. Wir haben gerade eben gehört, was ich alles schon Tolles in meinem Leben gemacht habe. Ja, 25 Jahre lang Startups, Medien und Agenturen und weiß der Henker. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe so gehasselt. Ich habe so sehr versucht, irgendwie da draußen den Menschen ein Bild zu verkaufen, einem erfolgreichen Unternehmer, der es irgendwie geschafft hat. Aber ich war eigentlich die ganze Zeit immer am Burnout. Ein paar Mal hat es mich dann auch erwischt. Bin mit Depressionen dann mal hier ein Jahr oder da ein halbes Jahr ausgestiegen und habe gemerkt, dass diese Sucht nach Perfektion mich einfach fertig gemacht hat und dass das ständige Neubeginn, das ständige Anfang natürlich immer spannend war, aber auch unglaublich anstrengend war. Ich habe aus diesen ganzen Erfahrungen eigentlich was Neues gemacht, damit versucht, meine Gegenwart zu gestalten, um die Zukunft zu verändern. Und das war dieses Buch Meaning is in the Marketing, was Charlene gerade am Anfang erwähnt hat. Und in diesem Buch beschreibe ich eigentlich, wie man es besser machen kann. Besser machen, aus folgendem Grund, denn dafür habe ich extra ein Modell entwickelt, zusammen mit meinem Partner Nico C., weil alles, was wir da draußen eigentlich erleben, nichts anderes ist, und da rede ich jetzt ein bisschen in Schwarz-Weiß, als eine gewisse Form von Opportunismus, wo es immer so ein bisschen darum geht zu überlegen, wenn ich jetzt was gründe, dann auch aus dieser Idee heraus, oh, dann mache ich jetzt einen Service, der, von dem ich glaube, der kann eine Menge Geld verdienen oder den kann ich dann teuer an irgendjemanden verkaufen oder ich entwickle eine App und dann werde ich die an irgendwelche Venture Capital Investoren teuer vermarkten können. Oder ich sehe hier eine Marktlücke und schaffe da noch irgendwas Neues. Die Frage ist nur die, ist es etwas, was mich wirklich als Mensch berührt und beschäftigt? Oder ist es etwas, was ich irgendwie als Potenzial, als Opportunismuspotenzial betrachte? Denn die Frage, ob man gründet und was man gründet, ist an der Stelle schon wichtig, um zu orientieren, ob es etwas ist, was mich dann am Ende erfüllt oder was ein Bild erfüllt, das uns die Gesellschaft aufzwingt von Erfolg. Und der Sinn in unserem Schaffen, den zu finden, das ist der Grund, warum ich dieses 7C-Modell mitentwickelt habe. Und das ist auch für euch so ein kleiner Teaser, ein paar Fragen, die ich jetzt mal kurz durchgehe, um euch zu vermitteln, wie es eigentlich gehen kann. Das erste C ist das Charakter, der Charakter. Da geht es um die Werte. Das ist das nach Carl Gustav Jung, wer du gerne sein möchtest, deine Theatermaske. Viele von uns haben das schon mal gemacht, dieses Spielchen in irgendwelchen Companies. Lass uns mal unsere Unternehmenswerte bestimmen. Die Sache ist nur, dass die Werte nicht dafür da sind, dass wir dann schreiben, Loyalität, Zuversicht, Fairness, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und wir packen das dann an die Wand und gucken dann jeden Tag drauf und denken, tschakka, und machen am Ende dann doch mit ihrem SUV eigentlich genau das Gegenteil auf dem Weg nach Hause, sondern wir nehmen die Werte und kehren sie ins Gegenteil um. Und dann steht da sowas wie Egoismus oder Geiz oder Gier oder was auch immer und stellen fest, dass das eigentlich das ist, was wir auch sind. Und auch nach Carl Gustav Jung befinden wir uns jetzt in der Schattenwelt, also in der tatsächlichen dunklen Seite von uns selbst. Die Realität ist, wenn wir authentisch sein wollen, auch mit dem, was wir am Ende in Marketing oder an Unternehmen gründen, dann ist es wichtig, dass wir diese dunkle Seite in uns verstehen. Denn nur dann, wenn wir diese dunkle Seite verstehen, können wir auch erkennen, was wir in der Welt, was uns dann in der Welt stört. Und nur wenn wir wissen, was uns in der Welt stört, können wir authentisch einen Beitrag leisten. Das ist dann das Commitment, das ist das Versprechen, die Verpflichtung auf diesen Wandel. Und genau an der Stelle sagen wir auch,
der Purpose, über den so viele gerade sprechen, der muss eigentlich genau an der Stelle entstehen, wo wir in uns selbst anfangen, nach dieser Veränderung zu suchen. Also das Commitment, das Versprechen ist also nicht nur die Verpflichtung auf den Wandel in der Welt, vor allem ist es die Verpflichtung auf den Wandel in uns selbst. Und wenn wir damit loslegen und damit arbeiten, bekommen wir eine ganz authentische Idee davon, was wir eigentlich brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt dann natürlich in uns selbst auch vielleicht ein bisschen Achtsamkeit oder ein bisschen ein gutes Netzwerk, eine Betrachtung, wie wir Beziehungen eigentlich führen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir auf Menschen hören, wie Otto Scharmer in seinem Buch sehr schön beschrieben hat. Aber auch, was für Ressourcen, was für ein Ökosystem, was für Kompetenzen, was für Technologien wir brauchen. Und nur dann, wenn wir die alle zusammenbringen, entsteht ein Wert im Leben der Menschen und nicht im Leben der Shareholder. Und das ist genau der zentrale Unterschied, wo wir eben nicht nur etwas machen, um Geld zu verdienen, sondern machen, um einen Wert im Leben der Menschen zu erzeugen und damit auch Erfüllung zu betreiben. Dann schaffen wir Identität, weil Kultur nichts anderes ist als diese Leinwand für Identität, weil wir dann wissen, für wen wir diesen Wert schaffen. Und hier ist ganz wichtig zu verstehen, es geht also nicht darum, am Anfang dieser Wertschöpfung zu überlegen, jetzt lasst uns mal gucken, was wir für Großeltern oder für Rentner für einen Service entwickeln wollen, damit wir die jetzt besser ausnehmen können, sondern eher, dass das, für wen man das macht, viel später in den Prozess kommt, weil man anfängt mit dem, was man eigentlich selbst für ein Problem lösen will. Und dann findet man die Menschen, die genau dieselben Themen haben wie wir selbst, auch da draußen. Und dann braucht man auch keine Werbung mehr zu machen, weil dann entstehen Communities auf Basis desselben Mindsets. Und dann können wir gemeinsam einen Wandel erzeugen. Gemeinsam, denn dann passiert das, was wir im dritten Ziel mit dem Commitment versprochen haben, das wird eingelöst. Das ist so ein bisschen dieses 7C-Modell, was ich in dem Buch vorstelle, von dem ich glaube, dass es uns ein bisschen rausholt aus dieser sehr oberflächlichen und sehr Burnout-lastigen Art und Weise, wie wir Unternehmen gründen und wertschöpfen. So, zum Abschluss nochmal, was ich im Netz gefunden habe zum Thema Founders Changing the World, ein etwas bombastisches, aber doch auch unterhaltsames kleines Piece, was ein bisschen deswegen spannend ist, weil es auch eine kleine Serie gibt hinter diesem Ding, The Founders Network, haben sich bisher noch nicht so viele Leute angeschaut, aber schaut mal selbst, ich finde es ganz lustig, ganz inspirierend, aber auch mit einem Augenzwinkern. It's tough enough starting a business to meet the needs of today's world. But it's a completely different mindset when a founder expects the world to change around them. Hi, I'm Tess. Phil. I'm Aman. Dave. Kyle. I'm Cindy. Charles Tabner. And my company, Remedy Health. Scoot. The War Paint. Why Hangry? Egoli Media is changing the world. Get ready to learn more about yourself than you do about anything. When you're as obsessed as I am about it, it does consume you all of your waking time. You've got to prioritize and you've got to compartmentalize. It did absorb a lot of my life. It was all negative feedback. Came the next day to the office just crying. That was the first time I probably felt scared. Sometimes I sit in the bottom of my shower and I cry because at the end of the day, you can't share it with anybody. So why are you doing this? Why not just get a nice, comfortable 9-to-5? A comfortable 9-to-5 job would be my idea of hell. The objective is to change the world. It's about sustainability and leaving behind that legacy. In about 20, 30 years' time, there are going to be maybe 5 or 6 companies which pretty much run the solar system. We could be the biggest company of the 21st century. It is such a privilege to be doing this. I wouldn't have it any other way. Ja, Big Shots. Es muss auch nicht immer gleich so die dicke Welle sein und die Welt verändern. Es reicht manchmal auch einfach, ein tolles neues Eis zu entwickeln oder eine kleine fahrende Küche zu machen oder einfach Leuten zu helfen, die Hilfe brauchen und damit seine eigene Erfüllung näher zu machen. Ich kann euch versprechen, es ist viel, viel schöner, ein Leben zu führen, wo wir jeden Tag aufwachen und das Gefühl haben, man hat Bock auf das, was man macht und es ist irgendwie, es macht auch andere Leute glücklich, aber wir werden dann dadurch vielleicht die Wahrscheinlichkeit oder die 1% Wahrscheinlichkeit, stinkreich zu werden, reduzieren auf 0,1%, als jeden Tag zu versuchen, irgendeiner Idee von einer oberflächlichen Erfolgsgeschichte hinterherzurennen, die uns diese dynamische, sehr oberflächliche Industrie gerade in der Kreativ- und Medienwelt vorgaukelt. Wir sind am Ende des Tages, ob wir tatsächlich eine Company gegründet haben oder nicht, immer Gründer, weil jeden Tag
treffen wir so viele Entscheidungen, die unsere Geschichte beeinflusst. Und damit begründen wir eigentlich jeden Tag unsere eigene Geschichte. Und irgendwann kommt der Tag, an dem wir unsere Geschichte erzählen werden. Jeder von uns. Die Frage ist dann, was für eine Geschichte möchtest du dann erzählen? Ja. Und damit möchte ich beenden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf das Q&A später.